möglich wird. Die Tag- und Nachtgleiche am 23. September mit Stefanie Gralewski. Nur auf Astro TV. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich mit einem ganz, ganz tollen Wochenausklang, den wir für Sie vorbereitet haben, mit fantastischen Gästen. Wir haben Paul Meek bei uns, das englische Medium für Jenseitskontakte. Ich sage immer das Medium. Du bist ein Mann, müsste man der Medium sagen, aber... Oh, vielen Dank. Aber man sagt es nun mal so. Also du bist im Prinzip, so wird es auch immer geschrieben in der Presse, das bekannteste europäische Medium. Das kann man, glaube ich, auch wirklich so auch stehen lassen. Das ist tatsächlich so. Also ich kenne niemand anderen, der bekannter ist als du. Und wir haben noch zwei sehr bekannte Fernsehgesichter von Astro TV mit ins Studio gebracht, die auch persönliche Geschichten mit dir verbinden. Und Andrea Buchholz, gestern ja schon bei uns gewesen, Top-Astrologin. Gerade noch gefragt, auch für Paul schon mal das Horoskop natürlich gestellt, auf jeden Fall. Aber das ist nicht das, was euch verbindet. Da gibt es eine ja, doch recht dramatische Geschichte dazu. Werden wir im Laufe der Sendung noch drüber sprechen. Ja. Und Manuel Möbius auch bei uns. Die, normalerweise aber mit den Wegen zum Glück. Genau. Die gibt es heute in der Form nicht, aber möglicherweise erzählst du uns auch was Glückliches, denn auch dich verbindet etwas Spezielles mit Paul Meek. Heute finde ich meinen Weg zum Glück hier. Ja. Definitiv, oder? Mit den Gästen. Also dürfte auch für Sie, liebe Zuschauer, einiges dabei sein. Möglicherweise auch für Sie ein bisschen Glück, beziehungsweise den Schritt in den Himmel. Denn dafür bist du da, für die Kontakte herzustellen zum Himmel, zu Verstorbenen und den Hinterbliebenen Trost zu spenden, Nachrichten zu vermitteln. Ja, das ist meine Aufgabe. Ist eine schöne Aufgabe, ja, oder? Das ist eine schöne Aufgabe, das stimmt. Also man sieht es dir ja auch an, also dieses fröhliche Gesicht. Das, ja, es gibt ja Menschen, die... dann auch in einem bestimmten Alter, die einfach immer älter aussehen, als sie sind, weil sie sehr vergrämt sind, weil sie vielleicht Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht mögen, die keine Freude bringen. Der Job, den du machst, der bringt dir einfach Spaß, der bringt dir Freude. Das stimmt, das stimmt. Also ich bin immer noch beschäftigt. Ich habe jetzt die Mediale High School gegründet. Ja. Das war die Idee von meinem Manager. Arbeite zusammen mit Petra Plüsse. Sie ist meine zweite Lehrerin in die High School. Und wir sind wirklich sehr bemüht, Leute beizubringen in der Medialität, weil in unserer modernen Zeit, Tod geht nicht aus der Mode. Also es trifft jeder von uns. Genau. Und ich glaube, je älter man wird, je mehr Gedanken man macht über den eigenen Tod. Ne, was wird mit mir? Und ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich möchte nicht leiden. Also weil du sagst, weil je älter man wird, umso näher kommt man dem Tod ja dann auch irgendwie. Und dann macht man sich möglicherweise Gedanken. Als du angefangen hast als Medium, vor 40 Jahren, also du machst das ja schon seit über 40 Jahren, da war der Tod natürlich noch ein viel tabuisierteres Thema, als er heute ist. Also es ist immer noch so ein bisschen tabu, aber hast du das festgestellt in diesen letzten 40 Jahren, wie sich das dann doch verändert hat? Das hat sich wahnsinnig viel getan, weil als ich kam nach Deutschland von England hier vor 25 Jahren,
Ein Jenseitsmedium hat keiner gewusst, was ist denn das? Und die Leute sind trotzdem zu mir zu Beratungen gekommen, weil viele haben Trauer. Ja. Und heutzutage, wenn man sagt, ich gehe zu einem Medium für Jenseitskontakt, ist es nicht mehr so besonders außergewöhnlich. Mhm. Also es hat sich sehr viel getan. Ich denke, das Wort Medium ist immer so dumm, weil in England, wenn man sagt Medium, gleich ist Jenseits ins Spiel. Und in Deutschland, es könnte sein Zukunftsprognose, es könnte sein Rückführungen, es könnte sein Engelmedium, es könnte sein noch was anderes. Und man muss vielleicht betonen Jenseits, aber Gott sei Dank, es kommt mehr und mehr, wie kann man sagen, populär, dass die Leute merken, wenn man Trauer hat, eine Sitzung mit einem Jenseitsmedium hilft unwahrscheinlich. Beiderseits, weil manchmal hat der Verstorbene auch das Bedürfnis, was mitzuteilen, möchte irgendwie eine Botschaft überbringen. Und die sind erleichtert, wenn die haben das geschafft. Also ich denke schon, dass es bewegt sich sehr viel. Was nimmst du denn dann da wahr? Wenn eben, also beim Gegenüber sieht man, wenn jemand trauert, natürlich gibt es dann eine Trauerverarbeitung, es gibt eine Erleichterung möglicherweise, wenn es eine Nachricht gibt. Aber was spürst du, was nimmst du wahr von der Seele, die sich meldet und dann erleichtert? Ich nehme wahr, dass die Seelen in Jenseits, also die haben das vielleicht leichter, loszulassen ist ein Ausdruck, das gefällt mir nicht. Ich denke, wir müssen klar auskommen mit der neuen Situation. Vielleicht nicht festhalten ist besser als loslassen, nicht festhalten. Also die halten nicht so fest, aber wir haben mehr Probleme. Die Hinterbliebenen haben ein großes Problem, nicht so festzuhalten, weil mit dem Tod schlagartig ist alles anders. Das ist das. Ob das der geliebte Partner ist oder Mutter oder Tante oder bester Freund, manchmal der Tod, auch wenn es erwartet ist, es endet alles. Mhm. Also und ich glaube, dass hier auf der Erde, wir leben in einer schnelllebigen Zeit, wo alles muss schnell gemacht und viele hat Stress und Arbeit. Und doch, die Trauer ist ganz natürlich und das kommt dazu. Als ich Sitzungen gemacht habe, habe ich oft gedacht, wie haben die Leute das geschafft? Ja. Die haben Trauer, die haben die geliebte Mutter gepflegt und dann ist sie gegangen und musste sofort dann in der Arbeit, sonst verlieren den Job, haben Kinder zu versorgen, haben andere Probleme. Also das ist schon ein sehr stressiger Prozess, die Trauerbewältigung, denke ich mir, weil es gibt keine Zeit dafür. Das ist das Problem. Und dann bin ich froh, dass viele Leute kommen jetzt auch in Seminare und möchten lernen, wie kann ich umgehen mit meiner eigenen Sensibilität, das wir nennen, die Medialität, wie kann ich den Kontakt aufnehmen zu Jenseits. Und ich denke auch, das ist sehr therapeutisch, eine Jenseitssitzung. Bestimmt, ja. Hast du das Gefühl, dass sich das Klientel im Laufe der Zeit, der du das machst, auch verändert hat? Weil du hast ja gesagt, also je näher man dem Tod kommt, also je älter man wird, umso eher interessiert man sich dann dafür. Aber wird dein Klientel auch immer jünger? Ich bin manchmal erstaunt in medialen Abenden, weil ich demonstriere live jahrelang, ich unter Publikum und mag Botschaften. Und manchmal denke ich, bin ich älter geworden damit? Und ich denke, jeder schaut jung aus, aber wirklich einige schauen sehr jung aus und sind sehr jung. Also die kommen ab 18, 20, also viele ganz junge Leute und auch viele Leute alleine. Das ist auch, die Singles wird immer mehr. Ja. Merke ich, eine Dame ist ganz jung und hübsch und sitzt alleine da. Und ein Mann ist ganz jung und hübsch und sitzt alleine da. Und die warten alle. Und die verbindest du dann miteinander? Ja, also ich denke, das geht von alleine. Das geht automatisch. Ich muss gar nichts machen. Vielleicht haben die Glück, dass die sitzen beieinander und kommen in Gespräch miteinander. Aber das ist sehr interessant. Dass die jungen Leute machen sich viel mehr Gedanken und kann besser umgehen teilweise, weil vielleicht haben die nicht diese kirchliche in Unterbewusstsein. Ja. Ich glaube, die älteren Leute früher war von der Religion ein bisschen geprägt und auch merke ich in England, ich bin selten in England, aber merke ich, dass die Kirchliche geht weg und viele möchten anemühen, wie sagt man, dass die Asche verstreut ist in den
Nordsee, die mögen diese Friedhofkult nicht mehr, wie viele, die ältere Generation mögte zu Friedhof jeden Tag gehen. Und ich denke, man muss das akzeptieren. Jeder hat Freiheit zu machen, was wichtig ist für die Person selbst. Aber es ist eine Veränderung da, dass viele glauben in Jenseits und die wissen, wenn meine Seele ist in Jenseits, dann ist es mir egal, ob die Asche verstreut sind in der Nordsee oder ob ich bin anemühen, die Asche sind in der Friedhofsmauer. Also die wollen keine Pflicht machen für die Hinterbliebenen, besonders die jungen Leute. Die denken, es war mein Leben und wenn es zu Ende kommt, ich will nicht, dass irgendwie jemand muss jeden Tag zu Friedhof kommen mit Blumen. Es ändert sich vieles. Nicht, dass meine Zuschauer jetzt denken, ich gebe die auf Dach, die gehen jeden Tag zu Friedhof, wenn die das wollen, wenn es bringt ihnen Trost, wenn es macht ihnen Frieden und Freude, dann ist das gut. Aber in Wirklichkeit ist das ein bisschen schizophren. Wir sagen, es gibt das ewige Leben, dass wir sind Geist und Seele, und dann plötzlich, wenn der physische Körper nicht mehr hier ist auf der physischen Welt, viele meinen, alles ist zu Ende gekommen, und das kann nicht sein. Nein. Ich glaube, tief in uns drin wissen wir, dass es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt ein Leben nach dem Leben. Ich finde das besser. Tod ist sehr negativ. Ja. Und wenn man sagt, es gibt ein Leben nach dem Leben, weil ich sehe das als ein ganz langes Leben mit verschiedenen Ausschnitten. Mhm. Ich mag auch nicht so gerne, Wiedergeburt, ein früheres Leben. Es ist ein Leben mit verschiedenen Ausschnitten. Ja. Ich denke, das ist schöner. Junge Menschen, du hast ja gesagt, so die Sensitivität nimmt bei den Menschen doch ein Stück weit zu. Man sagt ja auch so in der spirituellen Szene, aber die Schwingung der Erde erhöht sich. Es stimmt, wir sind immer offener, immer transzendenter und nehmen viel mehr wahr. Ja. Merkst du das gerade bei den jungen Menschen, wenn sie zu dir in die Highschool kommen? Ich merkte, dass ich möchte nicht jetzt schmeidelhaft sein, aber ich merke, dass die Qualität ist höher als vor 20 Jahren. Also ich glaube, das stimmt, dass die jungen Leute, nicht nur die jungen Leute, auch die älteren Leute, ich bin manchmal erstaunt, im Medialabend am Büchertisch kommt eine Dame und sagt, wann fährt die S-Bahn? Wer fährt die S-Bahn? Ich habe keine Ahnung, wann die S-Bahn fährt. Also es tut mir leid, ich weiß es nicht. Schneller als ein Schuss aus der Pistole, eine ältere Dame mit Gehstock, und sie sah aus weit über 80. Ich habe geschaut, 9 Minuten nach 21 Uhr, und sie hat geschaut, sie war tipptopp im Kopf, ganz modern, schaut auf das Smartphone und kommt und hilft die andere aus. Und dann denke ich mir, es hat nichts zu tun mit Alter. Die Schwingungen haben sich verändert, die Leute trotz dieser schnelllebigen Welt und viel Stress und hier alles muss schnell gehen, aber die Sensibilität, also es scheint zu sein, dass die Qualität ist wirklich höher, aber die Leute sagen, meine Bücher sind schuld. Die haben mehr Angstbücher auf die Botschaften. Die wollen, dass alles stimmt absolut. Ja. Und ich glaube, vor 20 Jahren konnte man sagen, deine Oma ist da und sie ist ein bisschen festgebaut und die Leute waren zufrieden. Und jetzt wollen die wissen, wie heißt die Oma? Und was hat sie getrunken abends? Hat sie Whisky oder Cognac? Also die stellen eine Frage. Also das ist für dich intensiver. Früher war es ein bisschen leichter. Schauen. Also musst du jetzt genauer hinschauen. Das geht bei dir auch ohne Sehhilfe natürlich, weil du natürlich ganz anders schaust. Und du hast viele schöne Bücher geschrieben. 4 sind es insgesamt inzwischen. Ja. 3 hast du mitgebracht, die wir uns im Laufe der Sendung noch anschauen. Und 2 gibt es in der Verlosung im Buchpaket von dir auch signiert. Ja. Nämlich dein Erstlingswerk, Der Himmel ist nur einen Schritt entfernt. Und das zweite Buch, Das Tor zum Himmel ist immer offen, in dem du wirklich viele, viele Fragen zur Spiritualität, zu Seelen, zu Verstorbenen, zu diesen Welten klärst. Denn das sind Fragen, die dir in deiner täglichen Arbeit immer begegnet sind, Fragen, die Menschen dir gestellt haben. Und da du dann auch gar nicht mehr so viel Zeit hattest für Einzelsitze und jedem Einzelnen dein Weltbild zu erklären, hast du Bücher geschrieben, die wirklich Bestseller sind in dem Bereich. Und die gibt es jetzt zu gewinnen, liebe Zuschauer. Wenn Sie uns folgende Frage beantworten, natürlich von Paul Meek auch signiert, beide Bücher. Wenn Sie die gewinnen möchten, beantworten Sie uns diese Frage. Paul Meek ist ein A.
britisches Medium oder B, skandinavisches Dessert? Ach. Oho. Gut, wir lernen dazu. Ich bin sehr gespannt, auf welche Antwort Sie kommen, liebe Zuschauer. Bin ich auch gespannt. Rufen Sie doch bitte an unter der 0137 988 1404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901 0501 90. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg und toi toi toi. Und was Sie auch immer sehen, sind weitere Telefonnummern, eine weitere Zahl, die da unten steht, nämlich die 0900 508 5000. Manuel ist ja unter anderem ist ja auch ein Questico-Berater. Genau. Und bist unter anderem ja auch bei AstroTV Live dann in der Beratung immer zu sehen. Und jemand wie du, deine Kollegen, sind unter dieser Nummer zu erreichen. Diese Nummer, die führt dann ins Callcenter und dann wird man da... Und das habe ich mich immer gefragt, wo die Nummer hinführt. Aber ja, das ist ja spannend. Und ist rund um die Uhr besetzt. Ja, also cool. Da erreicht man wirklich 24 Stunden rund um die Uhr immer jemanden. Ach, wenn man... Guck mal, wenn man dann noch die 3 drückt, wenn man die Nummer gewählt hat, dann kommt man zu jemandem bei unserem Partner Questico, der für Jenseitskontakte zuständig ist. Also das auch noch heute, das ist noch ein extra Feature. Und Festnetzpreis fest, immer für 1,99 der Minutenpreis und natürlich 100% anonym die Beratung, wie immer. Das versteht sich von selbst. Also viel Freude bei Ihrer persönlichen Beratung. Möglicherweise mit einem Jenseitskontakt, wenn Sie das wünschen. Ansonsten drücken Sie nicht die 3, sondern lassen sich im Callcenter einfach mit dem entsprechenden Berater verbinden. Ihr Lieben, wir haben sehr, sehr interessante Geschichten im Prinzip heute noch vorbereitet. Denn Andrea, du bist aus einem ganz besonderen Grund auch heute hier. Sitzt auch, dass wir dich neben Paul gesetzt haben, hat natürlich auch noch einen ganz besonderen Grund, denn dich verbindet ja emotional schon eine sehr, sehr tiefgehende Geschichte mit Paul. Richtig. Es war im November 2009. Traf ich meine Jugendliebe wieder. Mhm. Und das war nach 32 Jahren, das war unglaublich. Ich habe gedacht, boah, am Ende des Lebens wirklich wirst du vom Glück überschüttet. Und es war eine wunderschöne Zeit und wir sind sehr viel gereist. Und eines Tages waren wir in Mallorca auf einem Friedhof, ein ganz alter Friedhof. Und auf einmal habe ich das Gefühl, der stirbt vor mir. Und ich brach in Tränen aus und habe gesagt, du darfst nicht vor mir sterben, ich überlebe das nicht. Und er hat überhaupt nicht verstanden, warum ich weiß auch nicht, warum ich auf dem Friedhof so ausgeflippt bin. Und dann sind wir nach Indien gefahren. Da gibt es die berühmte Palmblatt-Bibliothek. Ja. Und ich war in 4 Bibliotheken mit ihm. Und die haben gesagt, sie haben noch 21 Jahre miteinander. Da denk ich, wow, 21 Jahre, wie toll. Was kann, endlich, ja. Und im Horoskop, ich bin ja Astrologin, stand drin, dass er einen Unfallaspekt hat. Unfall denkst du an so einen Autocrash, ja. Mhm. Und wir waren in Amerika, kamen zurück und wir hatten Jetlag. Und er sagt, ich gehe morgen früh auf den Berg. Total verrückt, wir haben gar nicht geschlafen. Und dann denke ich, naja, wir haben ja 21 Jahre, verlässt du dich drauf? Und der fuhr weg und sagte, tschüss, bis heute Abend. Und der Abend verging und er kam nicht. Und am nächsten Morgen bin ich auf diesen Berg in Österreich hingefahren, bei der Bergwacht. Und dann haben die Hunde und Hubschrauber. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Der kann ja nur sich verletzt haben. Und wir haben ja 21 Jahre. Ich habe da fest dran geglaubt. Und dann kam der Hubschrauber mit ihm. Und ich wollte hinrennen. Und dann hält mich ein Polizist zurück und sagt, er ist tot. Und dann bin ich durchgedreht. Ich habe nur noch geschrien. Und als man ihn dann wieder zurechtgemacht hatte, dann habe ich gesagt, ich folge dir. Ich wollte mich umbringen. Ich wollte ihm folgen. Ich wollte nicht ohne ihn auf dieser Erde mehr sein. Und dann kam meine Tochter, Gott sei Dank, und hat mich erstmal davon abgehalten. Aber ich habe gedacht, ich überlebe es nicht. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Der 12. September 2010. Es gab keinen schlimmeren Tag. Und dann kommt natürlich, dann beschäftigt man sich. Ich weiß ja, dass die Seele weiterlebt. Dann denke ich,
wo geht die Seele hin, wo ist er jetzt, was macht er, was beschäftigt ihn? Und dann habe ich von Paul Meek erfahren, bin ihm noch gefolgt, da war er in Baden in Österreich und habe gesagt, ich muss in diese Ausbildung rein. Und weißt du, er konnte die ganzen Fragen mir beantworten. Ich hatte die ganzen Fragen. Was passiert mit der Seele nach dem Tod? Was ist er jetzt? Was denkt er jetzt? Was fühlt er jetzt? Was macht er jetzt? Ich bekam Antworten. Dann habe ich natürlich die Bücher von ihm verschlungen. Da ist so schön sein Buch von Michelangelo. Du bist nicht tot, du wechselst nur die Räume. Das hat mich so beeindruckt, dieser Satz. Und dann habe ich in der Ausbildung bei Paul Meek gelernt, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Und ich weiß, da drüben ist, was wir hier Jahre haben, ist nur ein Wimpernschlag. Und ich weiß, dass wir uns wiedersehen. Und ich glaube, das ist das Schönste, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Die Botschaft, dass man diesen Menschen wieder sieht, auch wenn es noch Jahrzehnte dauern kann. Aber das ist das Tollste, was es gibt. Man sieht ihn wieder. Es ist nicht vorbei. Es ist kein Ende. Und das finde ich eine Wahnsinnsbotschaft. Und ich bin so glücklich, in Pauls Unterricht gekommen zu sein, weil das hat mir wieder Lebensfreude gegeben. Wir konnten immer wunderbar zusammen lachen. Haben wir gemacht? Ja, haben wir gemacht. Und ich habe natürlich heute auch keine Angst mehr vom Tod. Ich denke mir, boah, da treffe ich ihn wieder. Wie schön ist das denn? Ja, das ist eine ganz andere Einstellung. Und ich kann wirklich, wenn jemand stirbt, braucht man einfach die Hilfe von Menschen, die sich auskennen. Sonst, schau mal, das ist 9 Jahre her. Und die Tränchen fließen schon wieder. Ja. Das ist also die Zeit ist, je nachdem wie intensiv, und für mich war das Intensivste in meinem Leben. Ja. Die Bücher haben dir zusätzlich Halt gegeben, geholfen. Deswegen eben auch nochmal der Hinweis. Also du hast nicht nur Fragen beantwortet, die Menschen hatten, sondern das, was du dort geschrieben hast, und du hast es ja auch so schön gesagt, auch bestimmte Sätze, die bei dir was getriggert haben, die bei dir etwas geheilt haben, die dich aufgefangen haben. Also da steckt ganz viel drin. Da steckt ganz viel von dir drin, von dem, was du erfahren hast in all den Jahren in deiner Arbeit. Du hast ja auch erfahren in deiner Arbeit, was hilft Menschen, welche Sätze bringen weiter, welche Sätze spenden Trost. Aber ich habe hier eine Anekdote. Ja, bitte. Er hat mich dann nach ein paar Monaten, wo er dann wieder so sendebereit war, hat er nachts das Radio angemacht, ja, mit Botschaften, so, Forever Young, I Wait For You, und ich immer nur, ach, sag ich, Paul, das ist so toll, ich krieg immer Botschaften, ja. Nach einem halben Jahr hörten die Botschaften auf. Und was denkst du dann? Dann denkst du, der hat eine andere. Seid faul, ich kriege keine Botschaften mehr. Sagte, die können das nur ein halbes Jahr. Aber das war wieder das menschliche Denken. Ja, menschliches Denken. Ja. Aber du musst dann zugeben, du hast auch tolle Botschaften bekommen von den anderen Teilnehmern. Ja, das ist richtig. Manchmal ist es auch erstaunlich, weil ich wusste wenig, weil wir reden nicht über die Details. Ja. Ich will nicht die Details wissen, Felsfoss kommt durch medial. Ja. Je weniger ich weiß, desto besser das ist. Und dann sage ich zu allen, reden Sie über das Wetter in der Mittagspause, über die Politik oder irgendwas, aber nicht über die persönlichen Schicksalsschläge, weil ich möchte, dass die können dann medial arbeiten. Und dann hast du manchmal ganz tolle Sachen bekommen. Der Buchstab von den Namen, die Details, wie das passiert ist und alles. Und es ist sehr beeindruckend manchmal, wenn die kommen in diese Energie rein miteinander. Mhm. Und die bauen die Energie auf und wir machen das mit Leichtigkeit. Wir haben immer wieder einen Witz. Immer. Und dann immer wieder kommt was Emotionales dazu. Also das ist schon. Und dann hast du ihn selbst gespürt. Ja. Und ich kann heute mit ihm Kontakt, wenn ich will. Das kann ich. Das, und da bin ich so glücklich drüber. Was spürst du, wenn dieser Kontakt ist? Ich versuche, meine Energien zu erhöhen. Ja, ein höheres Level. Und Ich frage ihm was oder sage ihm was und die Antworten, die sind immer sowas von treffend, also es wären nicht meine Antworten. Es ist faszinierend, das habe ich bei ihm in der Ausbildung gelernt. Und ich wollte ja kein Medium werden, ich bin Astrologin und bleibe Astrologin, aber dass ich jetzt, wie sagt man, das gelernt habe, damit umzugehen mit diesem Todesfall, ich habe mir gedacht, mir zerreißt es das Herz, mir wird die Seele aus dem Leib gerissen, das war das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das ist schon schlimm. Und damit umgehen zu können, das ist natürlich unglaublich, das ist eine solche Hilfe.
Diese Bücher haben geholfen, natürlich auch deine Ausbildung. Und deswegen auch gerne nochmal der Hinweis auf unsere Verlosung, liebe Zuschauer. Zwei Bücher von Paul werden heute verlost. Seine ersten beiden, Der Himmel ist nur einen Schritt entfernt. Und das zweite Buch, Das Tor zum Himmel, ist immer offen. Wenn Sie dieses Paket gewinnen möchten, dann beantworten Sie uns doch bitte folgende Frage. Bücher, die Andrea in ihrem Fall sehr weitergeholfen haben. Paul Meek ist ein A, britisches Medium oder B, skandinavisches Dessert. Wir haben es vielleicht immer noch nicht ganz geklärt, ich weiß es nicht. Wenn Sie drauf kommen, rufen Sie an unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901050190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de und die Leitungen sind bis 15 Uhr noch für Sie geschaltet, also rufen Sie noch schnell an. Und jetzt haben wir für Sie Petra Six im Bewegtbild. Ich brauche keinen Namen, ich brauche kein Geburtsdatum, ich brauche keine Angaben. Und dann lege ich die Karten aus und sage, ja, hier ist das Thema. War immer schon meine Leidenschaft, Sprache und Kommunikation. Und das habe ich auch studiert. Einfach, weil ich Spaß dran habe, mit Menschen zu arbeiten und weil es mir Freude bereitet. Ich hatte immer schon die Gabe mit Tieren und die Tiere vermitteln ja nicht, indem sie reden, sondern über Mimik und Gestik und auch über die Seele. Ja, wir haben gerade noch mal drüber gesprochen, dass du gesagt hast, als die Nachrichten nach einem halben Jahr aufhörten, hast du ja gesagt, der hat eine andere. Aber wie war das, wenn du sagst, das geht nur ein halbes Jahr? Es geht nur eine gewisse Zeit. Die haben eine unwahrscheinliche Kraft. Und wenn die übergehen, manchmal können die wirklich das Telefon von alleine anmachen oder andere Sendung oder irgendwas mit dem Radio. Und wahrscheinlich der Computer auch. Ich kenne mich da nicht aus. Ich kenne nur einen Fall. Und viele würden das vielleicht nicht glauben, dass eine Dame ist einmal gekommen mit einer kleinen Kassette für von den Anrufbeantworter. Mhm. Und sie hat eine Botschaft von ihrem Mann. Und ich bin gut angekommen, ich bin mit der Mama, und es war seine Betonung, seine Stimme. Und die ganze Nachbarschaft und die Verwandtschaft haben das gehört, und man kann das glauben oder nicht, und dann hat es aufgehört. Und es ist, ob die haben noch eine Verbundenheit mit der Erde, und die können irgendwas mit dieser elektrischen, ich weiß es auch nicht, die können irgendwas bewegen, und nach einer Weile dann gehen die dann noch weiter, und dann passen sie sich an auf die Schwingung in Jenseits und dann hört das auf. Ja. Aber die Leute bekommen manchmal ganz tolle Beweise. Manchmal denken die, ich bin verrückt. Wenn plötzlich der Fernsehen ist auf einem anderen Sender. Ja. Und einige sagen, mein Mann hat immer blöde Fußball angeschaut, Paul. Und nach seinem Tod habe ich gedacht, Gott sei Dank, ich muss nicht diese blöde Fußball mehr anschauen. Und dann plötzlich schaue ich eine Damengeschichte, war der Fußball da? Und ich denke, der Mann wollte sagen, schau, ich bin da bei dir. Ja. Ich finde das berührend. Hm. Die Dame hat gelacht und dann hat sie gesagt, ich habe das Stecker ausgemacht. Also dann war sie so wütend. Aber und so weit ging es ja nicht, dass er den Stecker wieder reinstecken konnte. Nein, also ich denke, aber es ist, die versuchen einfach eine kleine Botschaft, ich bin da, die verstehen manchmal und Verzweiflung nicht vielleicht. Nee, weil sie schauen uns an, das ist etwas, was viele verstehen nicht. Keine Seele in Jenseits hat Sehnsucht für uns. Mhm. Und das ist sehr schwer zu verstehen, wenn du hast einen Partner in Jenseits oder die geliebte Mama, aber die haben keine Sehnsucht, weil die können sich immer nähern, wenn die haben das Bedürfnis, ich möchte jetzt dich anfassen, du kannst das vielleicht nicht spüren, wenn man nichts so trainiert ist, so sensibel ist, aber die machen das und dafür haben die keinen Sehnsucht. Und wenn wir schlafen nachts, dann sind wir ruhig, weil das geht nicht mehr. Ja. Weil die Kiefer, die haben weh, alles tut weh, aber die Kiefer, das geht immer bei den Leuten. Und dann sind die nicht beschäftigt hier. Na, die haben Ruhe, die schlafen und wir träumen und dann können die Seelen aus dem Jenseits sich nähern. Und dann haben die dafür keine Sehnsucht. Aber wir haben Sehnsucht. Ja. Und warum? Weil es gibt kein Gesetz, das sagt, deine Geliebte muss bis zum letzten Tag im Leben bei dir bleiben. Einer muss vor die andere immer gehen, aber wir denken,
oh, ich möchte meine Geliebten haben, so lange es geht. Und dann kommt diese Sehnsucht, wenn, in deinem Fall war das plötzlich, wenn eine plötzliche Tod gibt. Ja. Es ist dann noch mal schlimm, weil es ist ein Schock. Ich denke, wenn jemand sehr krank ist im Krankenhaus, und die Ärzte kommen und sagen, wir können nichts mehr machen medizinisch. Man ist ein bisschen vorbereitet. Doch sagen die Leute in Sitzungen, es war ein Schock. Und habe ich gedacht, wie kann es ein Schock sein? Er war monatelang krank. Aber es ist so, man hat immer, was sagt man, wie sagt man in Deutsch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Und man denkt immer, es gibt ein bisschen Hoffnung, auch in der Krankenhaus, wenn jemand sehr krank ist. Vielleicht eine Wunderheilung oder was auch immer. Denkt man vielleicht, auch vielleicht schafft sie noch ein bisschen länger. Aber dann denke ich mir, es ist doppelt so schlimm, wenn bei ihr es ist ein Schock. Man ist unvorbereitet, die Trauer ist schlimm und dann hast du dann diesen Schock dann auch dazu. Wie ordnest du sowas ein bei der Erfahrung? Die du über die Jahrzehnte ja gesammelt hast, mit deinem Weltbild, deiner Philosophie, wie die Seelenwelt aussieht. Warum gehen Menschen durch einen Unfall? Haben sie ihre Aufgaben hier erledigt? Ich denke, das ist jetzt ein ganz schweres Thema, weil die nächste Frage ist, warum sucht jemand einen Leidenweg aus? Also wenn ich gehen muss, wünsche ich mir einen schnellen Tod mit der Herzinfarkt oder Herzstillstand, ich gehe ins Bett und wach nicht auf und alles ist wunderbar. Und kein Mensch wünscht sich, ich liege monatelang im Krankenhaus und einige haben Demenz und was weiß ich alles. Ja. Das ist natürlich schlimm. Aber ich glaube, wenn die Aufgabe erledigt ist, dann kehren wir nach Hause. Und ich glaube, wie er war schnell mit alles im Leben. Na, vor allen Dingen, er hat geliebt die Berge. Bergsteigen war für ihn das Größte. Das hat er schon von Kind auf, hat er Bergsteigen gelernt. Und für ihn, das war für ihn so ein Tod, der ist 200 Meter runtergestürzt und das geht ja auch schnell. Aber man sagt auch, wie die gelebt haben, so sterben die. Und wenn er war schnell mit alles, dann der Tod kommt auch schnell. Ja. Also es ist so, es war dann so schnell an der Spontanmensch. Dann habe ich auch einen schnellen Tod. Ja, wünschen wir uns alle, Andrea. Und vor allem wahrscheinlich an mehreren Orten, so oft wie du umgezogen bist. Lieber Andrea, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du das so geöffnet hast. Und auch Manuel hat seine persönliche Geschichte mit Paul, die, glaube ich, nicht so dramatisch ist. Für dich ging es nicht um einen Verlust, oder auch? Doch, auch, ja. Also viele Verluste, die mein Leben begleitet haben. Mein Vater ist in den 80er Jahren gestorben, da war ich 6 Jahre alt. Dann wurde meine Mutter krank und sie hatte damals mal, ich habe daran nicht geglaubt, an Jenseitskontakt, aber AstroTV angerufen, kurz vor ihrem Tod hat er meinen Vater gefragt und hat diese Beraterin, die gibt's hier nicht mehr, gesagt, ja, der sitzt da und hat ein graues Tier auf der Schulter. Und haben wir überlegt, wir hatten einen Chinchilla gehabt. Das hat 18 Jahre bei uns gelebt. Und da sind mir dann die Tränen gekommen. Und meine Mutter wurde dann schwer krank und hat sich gerade wieder begonnen zu erholen. Und dann sah ich sie, ich habe bei ihr nicht mehr gewohnt, am Sonntag nochmal, haben wir noch gemütlich zusammengesessen, uns umarmt und dann am Dienstag morgens bekomme ich vom Pflegedienst eine Nachricht, ich soll mal dringend kommen, es gibt einen Notfall. Dann fahre ich mit dem Auto die Einfahrt hoch und ich kann mich noch erinnern, wie das war. Stand ein Krankenwagen, stand Polizei, alles voll mit irgendwelchen Leuten. Ich wusste, es sieht nicht gut aus. Und dann kam ich da unten in die Wohnung rein, die Wohnung voll mit Menschen. Ja, dann wurde mir diese Nachricht überbracht, meine Mutter ist tot. Meine Eltern, damit rechnet man, dass die irgendwann sterben, das gehört mit dazu. Aber ich war auch in dem gleichen Prozess wie Andrea, dass ich gesagt habe, hier sind alle meine Eltern weg, die sind da jetzt alle oben, was soll ich doch hier unten machen? Ich möchte gerne auch mit denen Zeit verbringen und habe ganz abstruse Gedanken gehabt. Und irgendwann kam der Moment, wo ich gesagt habe, okay, mal gucken, wie es denen geht. Und bei meiner Mutter hat es ja geklappt mit dem Jenseits gesagt, ich rufe mal eine Beraterin an. Und hätte dann wirklich Kontakt zu meiner Mutter herstellen können. Das hat funktioniert. Und dann habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn. Die hat mir Sachen erzählt, die sie gar nicht hätte wissen können. Da wusste ich, okay, das funktioniert. Und dann habe ich Paul gesehen. Da gab es ja mal eine Sendung auf, ich glaube, auf Sat.1 mit Jörg Dräger. Ich habe gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ja.
was er macht, dass er dann, mit dem muss ich in Kontakt kommen. Ja, und es hat dann noch ein paar Jahre gedauert. Und im Sommer haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und ich muss sagen, ich bin total überwältigt. Also das, was dort in einem Workshop auch mit anderen Teilnehmern gesehen wurde für einzelne Personen, was man für mediale Fähigkeiten auch selber hat, das hat mich wirklich, ich muss es auf Deutsch sagen, geflasht. Also total geflasht und mitgenommen. Was da genau passiert ist, was du dort für dich erfahren hast, das wollen wir gleich klären. Jetzt haben wir für Sie noch ganz kurz etwas von Gabriele Iasetta, Thorsten Gabriel und von mir auch. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. Gibt es etwas, was du besonders gerne machst? Was bedeutet Familie für dich? Was gefällt dir denn an deinem Beruf? Weißt du schon, was Spiritualität für dich überhaupt bedeutet? Welche Eigenschaften gehören zu einer Familie? Was ist dir in einer Partnerschaft besonders wichtig? Lust, dein besseres Leben zu leben, die Veränderung wirklich zu spüren? Dann nimm teil am innovativen Love for Life Workshop in unserer Astro TV App. 6 Wochen vollgepackt mit täglichen Liebesimpulsen und Werkzeugen, um dein Leben nachhaltig positiv zu verändern. Erfahre jetzt mehr unter lp.astrotv.de/loveforlife und starte durch in dein neues Leben. Ja, der Love for Life Workshop, er läuft noch. Sie können sich auch noch jederzeit anmelden und dazu gibt es dann auch dieses wunderbare Workbook zum Downloaden kostenlos dazu mit vielen schönen Aufgaben, wo Ihnen dann Defizite und Ressourcen in verschiedenen Lebensbereichen viel bewusster werden und dann gibt es auch die Chance aufzulösen und aufzufüllen. Dinge müssen einem halt erst einmal bewusst werden, müssen uns bewusst sein. So ist das mit den Jenseitskontakten auch. Manchmal wünscht man sich das, diese Jenseitskontakte zu bekommen. Du hast das über mehrere Berater geschafft und bist dann zu Paul gekommen in die Ausbildung. Warum hast du dich zusätzlich für eine Ausbildung entschieden? Und warum für Paul? Nur weil du es bei RTL gesehen hattest? Nein, überhaupt nicht. Sondern weil ich einfach gemerkt habe, also einmal natürlich die Sehnsucht nach meinen eigenen Verstorbenen und dann habe ich viele Anrufer, die mich genau wegen diesem Thema kontaktieren und die genau diesen gleichen Schmerz durchspüren. Und irgendwann merkt man, man hat so eine gewisse mediale Fähigkeit, den Menschen zu helfen und habe gedacht, wenn mir damals jemand so gut helfen konnte oder hätte direkt helfen können, im ersten Moment, hätte mir das sehr viel geholfen. Und ich möchte den Menschen halt auch helfen. Und man merkt irgendwie, man hat diese Fähigkeit. Und so bin ich dann zu Paul gekommen. In diesem Jahr haben wir, wie gesagt, das erste Mal uns kennengelernt. Und im nächsten Jahr beginne ich bei ihm die Ausbildung, wo ich mich sehr darüber freue. Aber er zeigt sehr viel Potenzial. Er ist sehr feinfühlig. Und ich denke auch, du hast vieles mitgemacht. Ich glaube, in die ganz jungen Jahre, wenn der Mama und der Papa zu verlieren, also er hat dann diese Erfahrung gehabt und auch mit Beratungen. Man kann das nicht trennen. Die Leute haben das schwer, die brauchen eine Lebensberatung, aber immer wieder dann einen Todesfall. Also immer wieder brauchen die dann doch etwas mit jenseits. Es ist so. Und ich glaube eigentlich, die eine ergänzt die andere. Und manchmal kommt der Todesfall und man kann keine Entscheidung mehr treffen, weil man ist so durch den Wind und man braucht dann eine Art Lebensberatung. Astrologie ist ergänzlich alles. Ja. Aber dann denke ich mir, vertraue ein gutes Jenseitsmedium,
kann helfen, die Trauerbewältigung. Und ich denke auch, dass wir brauchen beides, gell, ja, im Leben. Ich muss auch sagen, nach dem Todesfall, auf einmal riefen mich Leute an, denen das Gleiche passiert war. Ja? Ja. Ich habe die angezogen wie sonst was. Und jetzt konnte ich mich da reinversetzen. Ich hätte das vorher nie gekonnt. Ja? Mhm. Diesen Schmerz nachempfinden, das kannst du nicht, wenn du es nicht erlebt hast. Nein, ja, nein, nein. Ist das Voraussetzung, wenn man bei dir eine Ausbildung anfängt, dass man eben auch einen eigenen Verlust schon mitgemacht hat? Nein, nein, das wäre schlimm. Aber viele haben den Verlust, viele haben wirklich, und auch viele, auch wenn es ein ungeborenes Baby ist oder ist die geliebte Oma, also viele haben einen Verlust. Aber die Voraussetzung ist einfach, dass man sensibel ist, dass man mitfühlend ist, an dem Motiv, ich möchte anderen Leuten helfen. Ich glaube, das ist der wichtige Motiv. Nicht, ich möchte viel Geld verdienen oder ich möchte jetzt berühmt sein. Ich denke, ich möchte anderen Leuten helfen und ich weiß, wie dieser Schmerz ist. Ja. Und viele kommen, schau, ich habe viele Krankenschwestern, ich habe viele Heilpraktiker, ich habe viele von Kunstbereich, komischerweise Schauspielerin oder Schauspieler oder irgendwie ein Buch geschrieben und viele kommen von der Leben Lebensberatung-Ecke, ne? Ob das Kartenlegen ist, oder ob die haben dann Astrologie gemacht oder eine Art oder andere Beratung. Und ich habe viele Psychotherapeuten. Mhm. Also die kommen, weil die sind beschäftigt mit Leuten und ihr Probleme, egal auf welcher Ebene. Und dann merken die dann, dass die Trauer ist immer aktuell. Wo geht man hin? Es ist, wenn man krank ist, man geht zum Arzt. Wenn man braucht eine Lebensberatung, vielleicht geht man zu Astrologe, geht man so Kartenleger, aber wenn man Trauer hat, wo geht man dann hin? Es ist schon schlimm. Wenn man Glück hat und man sagt, ja, ich kenne eine Dame und sie mag Jenseitskontakt und sie ist sehr ehrlich und sie mag das ganz gut, wunderbar. Aber es gibt viele Leute in Deutschland, die wohnen vielleicht ländlich und die haben keinen Zugang. Hm. Und deswegen finde ich ganz gut, dass es Bücher gibt. Ich finde es ganz gut, dass es Sendungen gibt. Hm. Weil die Medien, ich möchte nicht was Negatives sagen über die Medien, aber die sind die Letzte, zu merken, dass es interessant Interesse gibt in diese Themen. Ja. Weil wenn man kommt in mediale Veranstaltungen, die sind voll, junge Leute sind da, und die Medien haben nicht kapiert, dass anstatt jede Bratpfanne in der Hand zu haben am Fernsehen, wäre ab und zu gut vielleicht ein Jenseitsmedium, auch was mit Heilung, auch was in spirituellen Bereich, meine ich. Weil jede zweite Sendung früh hatte Bratpfanne in der Hand und jeder hatte Kartoffelschild. Also wir haben diese Kochsendungen noch und noch und noch. Ja, also keine konnte kochen früher. Stimmt, das ist richtig. Ja. Paul, ich habe so ein bisschen was, ich will nicht sagen Besorgniserregendes, auf deiner Seite gelesen. Du warst ja viel unterwegs in den letzten Jahren und Jahrzehnten, hast viele eben Einzelsitzungen nicht mehr machen können, weil es einfach zu viel Anmeldungen dafür gegeben hat. Ich habe eine Warteliste für 2 Jahre. Ja. Und dann habe ich einen Albtraum gehabt. Ich war tot. Und dann plötzlich eine klopft mich auf die Schulter, ich bin auf der Warteliste. Ja. Und ich musste irgendwie eine Sitzung machen hinter die Wolke 7. Also ich habe diesen Albtraum gehabt. Ja. Und ich denke, es ist schlimm, weil ihr glaubt es nicht, ich habe am Tag manchmal 80 Anrufe. Mhm. Und dann die Leute weinen. Ja. Und erzählen die ganze persönliche. Und man kann nicht dann kurz sein, man muss mit ihnen reden. Und es ist nicht mehr zu schaffen. Du kommst nicht mehr zu normales Leben mit 80 Anrufen. Und jeder will morgen kommen. Und ich glaube, wenn man akute Trauer hat, ist es unmöglich, dass man wartet 2 Jahre. Ich glaube, das ist wie die Warteliste in England im Krankenhaus. Mhm. Meine Onkel hatte Herz-OP gebraucht. Und dann haben die gesagt, ja, sie sind auf der Warteliste. Meine Tante rufte an, ja, es könnte 6 Monate dauern. Um Gottes Willen, er könnte inzwischen sterben. Wenn das so ist, dann bitte sei so lieb und rufen Sie uns an. Und wir streichen ihn weg von der Liste. Also, und das Gleiche ist mit, ist
mache jetzt einen Witz über die Gesundheitswesen in England. Aber die gleiche ist mit einem Medium. Man braucht dann Hilfe sofort. Mhm. Auch wenn es nur eine, vielleicht eine kleine Beratung ist. Man braucht sofort. Zum Beispiel bei dir mit deinem Freund in dem Moment, wo du hast die Botschaft, es geht ihm gut. Mhm. Und er liebt dich, ist es ein bisschen besser. Besonders wenn du weißt, ja, wir sehen uns wieder. Ja, dann ist das dann auf alle Fälle. Das ist der entscheidende Satz. Absolut. Wir sehen uns wieder. Du hast ja Einblicke in die geistige Welt. Wie können wir uns so ein Wiedersehen vorstellen? Also hast du auch, sag mal, Nachrichten bekommen? Kannst du dir vorstellen, wie so ein Wiedersehen aussieht? Wenn du stirbst, die Menschen, die du geliebt hast, die holen dich ab. Ja. Du gehst ja nicht alleine. Ja? Und dann werde ich ihn ja wiedersehen, wenn er mich abholt. In welcher Form? Wie in welcher Form? Wurde noch nicht vermittelt. Mit einem Lied, Forever Young, möglicherweise. Wahrscheinlich. Das hat er ja gespielt für dich. Weißt du, wie so eine Treffen aussehen, in was für einer Form? Ach Gott, ich denke, ich glaube ganz ernst, wo die echte Liebe ist, das bleibt. Und es gibt, wenn man hatte ganz gute Freunde oder gute Freundinnen, man hat sich vielleicht 20 Jahre nicht mehr gesehen und plötzlich man sieht sich und man sagt, ja, es ist, ob wir haben nie den Kontakt verloren. Mhm. Und so ist das wahrscheinlich in Jenseits, weil Zeit und Raum existiert nicht. Mhm. Und ich glaube, du liebst ihn immer noch in deine Gedanken, in dein Herzen. Ja, und er dich auch, und diese Liebe bleibt. So, das ist in Wirklichkeit keine Trennung. Ja. Wir haben in unserer Welt Zeit und Raum, aber die haben das nicht in Jenseits. Mhm. Und wenn es kommt so weit, dass das er holt dich ab, das ist eigentlich, als ob die Trennung gestern war, nicht vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Wie ich dich kenne, ich denke 120 oder sowas, wird das sein. Weil man sagt, dass die Leute leben länger. An Andrea, man sagt, wenn man lebt länger, man wird wieder ein Kind. Und wenn man lebt noch länger, kommt die Pubertät nochmal. Okay? Vielleicht geht sie in die Pubertät. Da wollen wir Andrea gleich mal fragen, ob sie da den Bock drauf hat. Auf jeden Fall werde ich dich auch gleich fragen, ob du noch Lust hast, ein weiteres Buch zu schreiben, denn dazu habe ich auch was auf deiner Internetseite gelesen. Paul hat auf jeden Fall zwei Bücher für sie in der Verlosung mitgebracht, seine ersten beiden Werke, beide auch signiert für Sie, wenn Sie dieses Buchpaket gewinnen möchten. Bücher, die auch Andrea in Ihrem Fall sehr, sehr geholfen haben. In Ihrem Fall. Schauen Sie bitte in diese Bücher rein. Wenn Sie sie jetzt nicht gewinnen sollten, dann kaufen Sie sie auf jeden Fall. Bestseller absolut zu Recht. Wenn Sie dieses Paket gewinnen möchten, dann beantworten Sie uns diese Frage. Paul Meek ist ein A, britisches Medium oder B, skandinavisches Dessert. Das sollten wir, denke ich, jetzt endgültig geklärt haben. Rufen Sie an unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901050190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz, das wissen Sie. Kann es immer etwas teurer sein? Bis 15 Uhr sind die Leitungen noch für Sie geschaltet, also gute 10 Minuten noch. Und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi, toi, toi. Und bevor wir die Pubertät Frage an Andrea stellen, ganz kurz. Paul, vier Bücher hast du geschrieben und ich habe auf deiner Seite gelesen, dass du auch der Meinung bist, ich habe in diesen vier Büchern eigentlich alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich möchte keins mehr schreiben. Ja, ich denke, ein Buch ist sehr viel Arbeit. Aber ich habe nicht alles gesagt. Ich denke, ich habe vielleicht vieles gesagt, aber alles nicht, denn man lernt immer wieder dazu. Und die Zeiten ändern sich. Ich habe nicht vor, ein Buch zu schreiben, aber vielleicht, wer weiß, ich weiß auch nicht. Ich lasse das offen. Es ist so, dass ich kann Deutsch schreiben ohne Grammatik. Das geht bei mir. Ohne Grammatik, weil ich weiß nicht, wenn man groß schreiben muss. Ich schreibe immer mit der Hand und es dauert, ein Buch zu schreiben. Ganz ernst. Aber es könnte sein, man schließt das nicht aus. Ja. Ich denke auch, es kommt immer neue Themen, gell? Auch wenn man die ganz wichtigen Themen, ich
ich habe die behandelt in die Bücher. Aber es kommt immer neue Themen. Zum Beispiel, ich bin kein Expert mit Tieren. Ich liebe die Tiere. Ich habe immer Hunde gehabt als Kind. Und ich sehe die Tiere und nehme die wahr in medialer Arbeit. Mhm. Aber früher gab es keine Tierkommunikation. Das hat man selten gehört. Ja. Und es könnte sein, dass wenn ich gehe in Ruhestand, habe ich mehr Zeit, mich zu beschäftigen mit den Tieren. Jetzt sprichst du von Ruhestand. Ja, das war auch so ein bisschen das, was ich auf der Seite gelesen habe, dass du so ein bisschen kürzer kriegst. Vielleicht mit 90. Gibt es sowas? Gibt es einen Ruhestand für ein Medium? Ich glaube nicht. Ich sag dir was ganz ehrlich. Ich sitze ein paar Jahre hier, vielleicht 4 Jahre. Habe ich eine Weihnachtskarte von einem Freund aus England und er hat gesagt, jetzt bin ich 94 und jetzt habe ich aufgehört, Sitzungen zu machen. Er war in Pflegeheim, in Altersheim. Und dann haben die ihm erwischt, dass er hat gedacht, er hat wahnsinnig viele Verwandtschaften, alle verschiedene Hautfarben. Alle sind gekommen, ihn zu besuchen. Und er hat natürlich Sitzungen gemacht. Er hat schlecht gehört, aber alles hat immer gestimmt. Ja. An einem Tag mussten die dann ein Medikament suchen in seine Toiletttasche und haben die viele Scheine da gefunden. Mm. Und er hat gesagt, stecke Scheine drin in der Toiletttasche. Also er war wirklich sehr geschäftstüchtig, ja, aber er hat das gemacht aus Liebe. Mhm. Also wirklich, ich denke, mit 94 hat er gesagt, jetzt mache ich keine Sitzungen mehr, ich möchte jetzt in Ruhestand gehen. Ja. Also ich denke, das ist so. Weil er hat die Leute gemocht, mhm, und ich glaube, die haben ihm Energie gegeben. Ja. Gell, viele junge Leute, verschiedene Probleme, verschiedene Mentalitäten, und er kommt als alter Opa weise von den vielen Erfahrungen und ist in Bett in der Altersheim, aber er konnte diese wunderbare Botschaften an alles hat immer gestimmt. Wir beide haben uns gestern noch über das Älterwerden unterhalten und wenn man eben beschäftigt ist im Alter, sich auch geistig noch beschäftigt, dann bleibt man einfach jung. Es ist so. Ich denke, und es gibt Leute, die sind alt mit 40, einige, wenn die haben kein Interesse im Leben, haben irgendwie kein Hobbys. Ich kann das nicht verstehen, weil es ist immer was zu machen. Gell? Ich habe auch so viele Hobbys. Ich mag die Musik gerne, ich gehe spazieren gerne, ich mag die Natur gerne. Ich habe immer was zu tun. Ich kann nicht verstehen, wenn jemand sagt, ich habe Langeweile. Das kann ich auch nicht verstehen. Das kenne ich gar nicht. Es ist ja auch immer jemand um dich rum dazu, den du dann sehen kannst. Ja. Aber wie ist das für dich? Also diese geistige Welt. Also wenn du dich natürlich auf den Weg machst in diese Veranstaltungen und dann für Menschen da bist und arbeitest, das ist natürlich das eine. Das andere ist, kannst du das abschalten, wenn du für dich alleine bist? Ja, oder ich dann verwirrt. Ich habe gelernt in ganz jungen Jahren, dass ich muss meine eigene Medialität kontrollieren, nicht, dass die Medialität kontrolliert mich. Ja. Also ich muss der Chef sein. Mhm. Und wenn ich mache mediale Veranstaltungen, und das ist interessant, weil es ist immer neu. Es ist immer, jedes Mal ist immer anders. Es ist immer neue Leute, dann andere Botschaften. Und ich kann voraus nie sagen, wie die Arbeit verläuft, ich weiß es nicht. Ich muss immer schauen, es ist immer was Neues und das ist eine gewisse Neugier da. Aber es ist so, dass nach der Arbeit, dann ist fertig. Ja. Und manchmal kommen Leute und sagen, vielen Dank für die Botschaften, hat meine Mutter eine blaue Kleid an oder rot und ich weiß dann nicht mehr. Mhm. In dem Moment, wo ich offen bin, kann ich alles sagen, aber 10 Minuten später, wenn ich zugemacht habe, die Bilder sind weg und ich weiß nicht, ich lösche das aus. Weil ich muss dann frisch sein für den nächsten Abend und für die nächste mediale Begegnungen. Und dann habe ich gelernt, und ich bin sehr streng mit Unterricht, dass man lernt, man muss mit beiden Füßen in diese Leben leben. Ich habe eine sehr gute Freundin gehabt in England, sie war lustig, sagt, mein Geistführer ist Giovanni und er kann gut kochen, ich gehe in den Supermarkt, sagt, Giovanni, was muss ich kochen? Und ich habe meine Lehrer gesagt, und er hat gesagt, das ist ein dummer Gans, ist höchste Zeit, dass sie selbst kochen lernt und gibt dir Geistführer ein bisschen Ruhe. Und es stimmt auch. Also ich denke, man muss dann irgendwie mit beiden Füßen im Leben stehen.
Und die sind da, dann habe ich meine Energie, wenn ich das brauche. Mhm. Wenn man ist in jetzt eine mediale Übungsgruppe, und ständig sagen die Leute, oh, unter die Dusche habe ich die Stimme gehört. Ich finde das fürchterlich. Ich höre keine Stimme unter die Dusche. Aber wenn ich sehe, geh weg, wenn das wäre, wenn jemand würde vielleicht erschienen in mein Schlafzimmer in München, würde ich vielleicht Untermieten verlangen, weil die Mieter sind so teuer. Aber ich denke, ich würde da denken, das ist ein Verrückter. Wer möchte mich sehen jetzt unter die Dusche, in mein Schlafzimmer? Aber ich würde wirklich sagen, geh weg und komm, wenn ich medial offen bin, wenn ich mache meine Arbeit. Also weil kein Zeit und Raum existiert da. Ja. Und ich glaube, das wäre nicht gut für uns und wir könnten ständig was sehen. Mhm. Wir brauchen unsere Energie, wir brauchen unsere Konzentration für andere Sachen. Ja, wir leben ja auch unser Leben, wir leben ja hier auf dieser Erde. Natürlich hast du für dich diese Aufgabe auch angenommen, eben in diesen Welten zu wandeln, aber du stehst ja auch immer mit beiden Beinen hier in dieser ich Welt. Ich denke, das ist gut. Aber auch du hast ja Verluste erlitten im Leben. Ja, für jede andere. Wie ist das dann bei dir? Kannst du für dich oder möchtest du für dich auch diese Kontakte herstellen oder gehst du dann auch zu einem Medium? Ich bin, also in England bin ich ab und zu einem Medium gegangen. Es hat mir sehr geholfen. Mhm. Und ich kann etwas sagen, aber ich möchte vielleicht nicht, wie viel Zeit wir haben. Meine Oma zum Beispiel habe ich über alles geliebt und sie hat Demenz. Mhm. Und am Ende kam ich in das Krankenhaus und sie hat gesagt, Paul, hast du heute Klavier gespielt? Sie hat mich sofort erkannt. Und meine Mutter, ihr Tochter, hat gesagt, Sie sind eine nette Dame, sind Sie gekommen zu putzen? Also meine Mutter hat geweint, weil die Mama hat sie nicht erkannt, sie hat mich erkannt. Mhm. Und hat sie immer das Gleiche gesagt, du komm her. In der Küche ist König Elisabeth. Sie spült ab. Immer das Gleiche. Und dann habe ich gedacht, der König Elisabeth spült ab in der Küche. Aber sie hat immer das Gleiche gesagt. Und dann einen Tag kamen wir da rein und sie hat gesagt, die Krankenschwester, Frau Mick, wir haben einen schweren Tag gehabt mit ihrer Mutter. Sie hat ihre ganze Wäsche aus dem Fenster geschmissen. Und wir haben so viel zu tun. Wir mussten im Garten gehen. Es hat geregnet und die Wäsche holen. Und dann hat die Oma gesagt, komm her, schau die Frau Reservier. Total verrückt. Sie hat ihre ganze Wäsche aus dem Fenster geschmissen. Also, und dann, sie war tot. Und 3 Monate später erschien sie im Traum. Mhm. Und hat gesagt zu mir, Paul, ich muss krank gewesen sein, aber ich weiß nicht, was los war. Ja. Nur ich war die Einzige bei Sinne. Die waren alle auf der Station verrückt. Aber Gott sei Dank, ich war die Einzige bei Sinne. Aber es geht mir jetzt gut. Und dann bin ich gegangen in den medialen Abend in England an eine ganz fremde Medium. Hat mich überhaupt nicht gekannt. Sie hat sogar 4 Stunden Fahrt weggewohnt in Cornwall. Und sie war, hat die mediale Botschaften gemacht. Und kam sie zu mir und sagte, ich habe deine Oma hier. Und es war, dass sie war ein bisschen im Kopf vielleicht schwach. Aber sie hat gesagt, es geht mir gut, und König Elisabeth war in diesem Krankenhaus. Kannst du mit anfangen mit dieser Botschaft? Dann habe ich sofort gewusst, das ist meine Oma. Aber was war wunderbar, und es war schon ein Beweis, dass sie hat gesagt, sie war krank, aber sie hat nicht gelitten. Und das war wunderbar mit Demenz, weil viele wissen nicht, sie war immer glücklich und einige sind manchmal traurig mit Demenz. Es ist nicht immer positiv. Aber das hat mir so beruhigt. Mhm. Und ich fand das so gut. Sie hat wahrscheinlich die Königin Elisabeth immer verehrt. Ja. Und dann später war sie in der Krankenhaus, das war klar. Aber ich denke, das hat meine Trauer war, weil ich habe sie nicht gesehen am Ende. Ich wollte sie besuchen. Mhm. Und habe dann gesagt, ich gehe am Freitag und dann ist sie am Donnerstag gestorben. Ja. Und das hat mich ein bisschen beschäftigt, warum habe ich das nicht gespürt, das Medium? Mhm. Warum habe ich nicht gespürt, ich wäre da am Mittwoch gewesen und ich wollte diesen Termin ausmachen und Freitag und sie ist dann einen Tag vorher gestorben. Mhm. Und dann war kein Abschied da. Im Grunde genommen, wir haben uns geliebt und es ist okay, aber
Andere Medium hat mir geholfen, weil die Botschaft war, sie ist nicht traurig, dass du hast sie nicht gesehen am Ende. Das hat sie gesagt und das hat mich so getröstet, dass die Tränen sind gekommen. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass ich habe so viel Trauer. Aber das ist interessant, die Botschaft kommt und fließen die Tränen. Ja. Und dann merken die Leute, ich habe Trauer und die wissen nichts. Ne? Obwohl es war die Oma, aber sie war eine sehr liebevolle Frau. Also das können wir vielleicht prinzipiell als Botschaft mal mitnehmen, wenn jemand einen Verlust hat und Trauer spürt, sich dann Hilfe zu holen von Menschen, die wirklich helfen können. Ganz lieben Dank, Paul, dass du dir die Zeit für uns hier heute genommen hast. Ganz lieben Dank, Andrea, dass du dich geöffnet hast. Ganz lieben Dank, Manuel, auch für deine Geschichte und viel Freude dann bei der Ausbildung mit Paul. Und heute Abend sehen wir dich hier bei Astro TV um 21 Uhr dann mit einer Sondersendung, wo du Kontakte herstellst, Jenseitskontakte zum Studiopublikum. Freuen wir uns schon sehr drauf, schalten wir alle auf jeden Fall ein. Vielen um 21 Dank. Uhr die Sondersendung. Und jetzt noch den Spruch des Tages. Da bin ich ja mal gespannt, was die Redaktion da ausgesucht hat. Jenseits von richtig und falsch, da gibt es einen Ort, dort können wir uns treffen. Das machen wir. Mit Forever Young, möglicherweise. Ganz lieben Dank, dass Sie heute zugeschaut haben, liebe Zuschauer. Ein buntes Wochenende und um 21 Uhr gehen wir ganz, ganz toll ins Wochenende mit Paul Meek, mit der Sondersendung. Danke. Jenseitskontakte. Ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass ihr da gewesen seid. Ihnen buntes Wochenende. Lassen Sie es gut gehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Danke euch.